DS-Spiele sind schon was Feines. Und auch wenn der DS schon lange ausgestorben ist, sind die Spiele einfach ein Klassiker. Weshalb ich euch, Pokéfreunde und Pokénetten, heute meine Top 5 DS-Spiele vorstelle. Und wenn euch die Spiele gefallen, schaut mal in die Beschreibung für ein paar Links. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit der Nummer 5. Auf dem fünften Platz haben wir New Super Mario Bros., also natürlich den DS-Teil. Manche Leute werden mich jetzt bestimmt fragen, ey Mike, wieso ist so ein gutes Spiel nur Platz 5? Das liegt größtenteils an den anderen Spielen, die ich noch habe auf der Liste. Wie auch immer, zurück zu Mario. New Super Mario Bros. Bringt die alten Mario Bros. Teile zurück, und zwar verbessert. Und wenn ich verbessert sage, meine ich sehr verbessert. Denn es gibt tolle Level, gute neue Items wie der Panzer, womit Mario wie ein Koopa durch die Gegend sliden kann. Und Starcoins wurden hier auch das erste Mal erfunden, welches den Spielern mehr Lust zum Erkunden der Level gibt. Außerdem ist das Spiel besser als der Nachfolger für den 3DS, da es vor allem später sehr schwer sein kann. Aber wieso das Spiel anders als bei anderen Toplisten bei mir nur Platz 5 ist, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Auf Platz 4 haben wir Super Princess Peach, und wenn ihr jetzt denkt, dass das Spiel ein Mädchenspiel wäre, welches auf keinen Fall besser als New Super Mario Bros. Sein kann, habt ihr euch getäuscht, denn dieses Spiel hat viel Innovationen und spielt sich anders als ein normales Mario-Spiel. In dem Spiel gibt es gute Level, zwar nicht so viele wie bei NSMB, aber dafür sind sie viel länger. Man kann sich im Laden oder manchmal in Level Verbesserungen finden und im Laden auch sowas wie Tränke, Puzzle und so weiter kaufen. Außerdem hat Peach einen neuen Schirm, der reden kann. Ja. Auf jeden Fall kann Peach mit ihm Gegner besiegen und Fähigkeiten ausüben. Peach selbst hat allerdings auch 4 Fähigkeiten, unten auf dem Touchscreen. Einmal kann sie sich sehr freuen und damit in die Luft fliegen und Wind erzeugen. Als zweites kann sie wütend werden und Feuer erzeugen, welches normale Gegner one-hittet. Dann kann sie noch weinen und dadurch nicht nur Wasser erzeugen, sondern auch rennen. Und die letzte Fähigkeit ist etwas lame, denn sie heilt sich dadurch einfach. Ich glaube, ich rede hier etwas zu viel über das Spiel. Also ihr könnt es ja mal ausprobieren oder zumindest kurz auf YouTube ansehen, da es echt gut ist. Als nächstes haben wir ein mega gutes Spiel, was ich irgendwie auf keiner Topliste, glaube ich, gesehen habe. Dragon Quest 9. Es ist ein tolles RPG-Erkundungsgame, so wie die anderen Dragon Quest-Teile. Für die, die Dragon Quest kennen oder sogar Dragon Quest 9 kennen, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es empfehlen würdet, denn ich kann es nicht wirklich sagen, da es doch ziemlich schwierig ist. Auf jeden Fall, in Dragon Quest 9 ist man ein Engel, welcher dann ein Sterblicher wird und den Leuten helfen muss, um weiterzukommen. Außerdem kann man mit den toten Geistern reden, wo die Story dann auch weitergeht. Das Spiel ist sehr lange, also ich würde mal behaupten, es ist länger als mindestens 24 Stunden. Und wenn man dranbleibt, macht es auch riesig Spaß. Außerdem seht ihr gerade den Einsteiger-Trailer als Gameplay, welcher auch in der Beschreibung ist. Und ich möchte mal anmerken, dass die Musik ziemlich gut ist. Auf den zweiten Platz haben wir ein Spiel, das man sich bei mir eigentlich hätte denken können. Pokémon Platin. Ich beziehe mich hier nur auf Platin und nicht auf Diamant und Perl, da ich Platin etwas besser finde. Story ist wie in Pokémon E und Je, weshalb ich da nicht so viel sagen muss. Die Innovation, die in dem Spiel steckt, hat mich dazu bewegt, es auf Platz 2 zu stellen. Ich kann euch dieses Spiel wirklich nur empfehlen, aber als sein erstes Pokémon-Spiel, naja, eher nicht. Außerdem liebe ich den Untergrund in dem Spiel, denn man kann durch ein Item in den Untergrund und dort lokal mit seinen Freunden Fahnenjagd spielen oder auch alleine einfach nur die Minigames spielen, also das Ausgraben von Sachen und so weiter. Und man kann seine Base auch dekorieren. Ich schweife vom eigentlichen Spiel, glaube ich, etwas ab. Auf jeden Fall kann ich es euch ans Herz legen, da es meiner Meinung nach eins der besten Pokémon-Spiele ist und es nicht so einfach ist wie die 3DS-Teile. It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da.
Platz 1 belegt auch ein Pokémon-Spiel, Pokémon Heart Gold und Soul Silver. In anderen Top-Listen wird sich bei einem Genre immer nur ein Spiel ausgesucht. Aber ich liebe einfach beide Spiele, weshalb ich auch lange überlegen musste, welche ich auf Platz 2 und auf Platz 1 lege. Ich habe mich auf Platz 1 für Heart Gold Soul Silver entschieden, einfach wegen der Nostalgie, die ich mit dem Spiel verbinde. Und weil es mein Lieblingsspiel von Pokémon ist, da ich die meiste Zeit mit dem Spiel habe. Um genau zu sein, ich glaube, es waren um die 500 Spielstunden oder so. Das Spiel ist, wie man sehen kann, ein Remake von dem Gameboy-Klassiker. Was aber nicht heißen muss, dass es genau das gleiche ist, nur mit besserer Grafik oder so. Nein, es hat viele verschiedene Items und Funktionen, was dem Spiel einfach nochmal die Würze gibt. Wie die anderen Spiele empfehle ich auch das hier und ihr könnt in der Beschreibung ganz viele Links finden. Aber alles ist natürlich nur meine Meinung. Wenn ihr eine andere habt oder Spiele aus meiner Top-Liste austauschen würdet, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, denn es würde mich brennend interessieren, wie eure Top-Liste aussieht. Außerdem, würdet ihr mir mit meiner Liste zustimmen oder sagt ihr, ey, das sind ja mega schlechte Spiele dabei, tu doch das und das rein und ich finde das viel besser. Das wäre auch in Ordnung. Aber bevor das Video hier zu Ende ist, wollte ich nochmal auf meinen Twitter, Twitch und vor allem bei meinem Discord-Server aufmerksam machen. Die Links sind alle in der Beschreibung. Gut, damit sind wir hier am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und wenn euch mein Content gefällt, rate ich euch, meinen Kanal zu abonnieren. Kostenlos! Und natürlich gleich mal die Glocke anschalten, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal!